Ah, das hat jetzt gut geklappt. Ja, das ist auch das Einzige, was klappen wird. Okay, Chicken ist wieder schwarzserisch. Nicht doch immer. Oh, jetzt bin ich hochgesprungen. Das ist super. An dieser eine Stelle. Von allen Seiten mit Stacheln umgeben. Ich brauche ein Polsterkissen für diese Dinger. Um den Pieksmechanismus außer Kraft zu setzen. Ja, let's babyproof the entire world. Den Chicken hat's nötig. Ja, ist schon ziemlich gefährlich. Man kann sich da leicht ein Auge ausstechen. Auge! Oh. Ich kann mir es nicht leisten, stehen zu bleiben. Ich muss, um die Plattform zu treffen. Nein, Chicken muss aber nur besser spielen. Oh ne, ist klar. Wow, 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 wow. Oder ich mache einfach merkwürdige Geräusche und dann klappt es schon irgendwie. Denn Geräusche zu machen ist immer hilfreich in solchen Situationen. So, jetzt runter. Ich habe keine Geräusche gemacht, deswegen habe ich verkackt. Jetzt habe ich trotz Geräusche versagt. Irgendwie stimmt da was mit meiner Theorie nicht. Vielleicht war das nicht die richtige Tonfrequenz. Ach. Also schaffe ich nur die ersten drei Sprünge. Ist auch schon ein bisschen frustrierend. Was, wenn das passiert? Hilfe! Ich bin gespannt, wie lange das dauern wird. Wahrscheinlich wirklich eine Stunde oder so. Naja, dann wird halt in der Session nur zwei Level gemacht. Ui, das war jetzt ein bisschen elegant. Was sagt sie und rennt in die Stacheln? Ja, elegant. Unter Eleganz verstehe ich was anderes, Hühnchen. Na, ich glaube, mein Fehler ist es an der Stelle, die Sprungtaste zu benutzen. Und wer weiß, was noch in der Schwimmpassage kommt. Uff. Ah, schaffe ich nicht mehr. Oh, ich bin nicht ans Ziel gekommen. Irgendwie habe ich Déjà-vu. Täglich grüßt das Murmeltier. Da bin ich kein Murmeltier, ich bin ein Hühnchen. Dann grüßen wir täglich die Hühner. Für Chicken müssen alle Sprichwörter umbenannt werden.
Besonders ich habe ein Hühnchen mit dir zu rupfen. Wo kann ich da? Ich kann auch einfach durchsliden, okay. Mein Daumen ist wieder an einer dummen Stelle. Warum krieg ich einen Zip mit Spritten? Will der mir vielleicht noch einen Tipp geben, dass ich den Stacheln da oben ausweichen soll, beziehungsweise nicht dagegen springen? Spiel, ich will ja nichts sagen, aber ich sag trotzdem was, weil ich wieder sterbe. Deine Tipps sind unnütz. Wundert mich nicht, dass bisher... Also, wundert mich, dass bisher nicht dieser eine Käfer gekommen ist, so nach dem Motto, ja, das Level scheint zu schwer zu sein, möchtest du es vielleicht beenden? Und zum Titelbildschirm zurückkehren. Eigentlich zur Karte. Warum bin ich da jetzt rückwärts gelaufen, als hätte ich einen Moonwalk gemacht? Ich habe mich nicht mal umgedreht, ich bin einfach rückwärts gelaufen. Ja, mach den Moonwalk. Wie mein Moonwalk, Säbelzahntiger, wo ich mal so einen Bug hatte in Skyrim. Hui, das war knapp. Also jetzt nicht im LP, sondern privat. Ich konnte das, diesen Glitch, falls man das so nennt, ja, in meinem Skyrim LP nachkonstruieren mit dem Pferd, das draußen vor Weißlauf steht. Stell ist gerade mein größter Nemesis überhaupt. Noch schlimmer als Walljumps. Gerade in dieser Sekunde. Hui! Okay, bitte komm nichts mehr, bitte komm nichts mehr, bitte komm nichts mehr. Also noch mehr Stacheln! Ernsthaft! Wie lange soll denn das noch gehen? Hilfe! Aha. Alle Seiten wollen mich töten. Die Wände mit ihren Stacheln, die Moräne, die mich verfolgen. Was habe ich euch jemals getan? Du hast schon 8 Schätze geklaut. Naja, da du die Protagonisten steuerst und die am Anfang geschnarcht haben, hast du geschnarcht, Chicken. Aber ich schnarche nicht. Das ist so knapp bemessen. Hilfe. Boing. Halbe Stunde ungefähr schon in der Aufnahme. Einfach ein bisschen kürzer. So, 28 Minuten. Okay. Entwickler, bitte Level umprogrammieren, sodass ich keine kurzen Sprünge machen muss. Und Rappi schreibt mich gerade in Discord an. Hallo. Wie geht es dir, Rappi? Ich hoffe, du hast dich erholt. Von bösen Dingen, die in der letzten Zeit widerfahren sind. Deswegen wir nicht Serious Sam weiter aufnehmen konnten. Uiuiuiui.
Ah! Flup, 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 flup. Na, werden wir nochmal irgendwann in die Schwimmpassage überwechseln? Oh, nein, weil ich den Sprung nicht geschafft habe. So schwer. Okay. Meine Hände sind noch gerade ziemlich glitschig. Ja, mach irgendeinen komischen Dance, Mister. Der Typ, dessen Namen ich nicht mehr kenne. So habe ich den Sprung bisher auch noch gar nicht verkackt. Oh. Das ist gerade echt ein unangenehmes Gefühl an den Händen. Diesem Controller festkleben. Ich wünschte, der Daumen würde festkleben und nicht immer abrutschen am Stick. Und checken, wenn der festklebt, dann kommst du gar nicht mehr weg und dann kannst du nie wieder was anderes spielen. Oder was anderes machen. Oh, hängt unter Wassersteuerung, weil die so scheiße ist. Ernsthaft. Im vierten Level war das so gut. Wenn mein Stick kaputt geht. Ah. Oh. Schicken kannst du mit Tastatur spielen. Ich kenne die Tastatursteuerung nicht. Ja, Jump'n'Run mit Tastatur. Ja, nee, ist klar. Eigentlich kann ich erwähnen, dass während der Slide-Passage, wo ich an den Seilen hänge, meinen Daumen neu positionieren. Im Grunde. Oh. Vorsicht, rechts vor links. Stößt das nicht eigentlich gegen die Straßenverkehrsordnung, spitze Gegenstände auf der Fahrbahn zu haben? Chicken, das ist ein Unterwassertunnel. Na und? Verkehrsregeln gelten für alle Länder. Aber das ist kein Land, das ist unter Wasser. Jokes on you. Ja, deswegen ist Atlantis auch untergegangen. Die wollten sich nicht mehr an die Straßenverkehrsordnung halten. Es war denen zu doof. Jetzt brauchen wir Straßenverkehrsordnung. Autos verbessern die Umwelt. Oh, ich bin weiter als je zuvor. Nee, ist klar. Jetzt auch die Dunkelheit, Digga, oder wie? Ich hab nach unten gedrückt, bist du zur Seite gedasht.
Wahrscheinlich war ich kurz vorm Ziel. Ich verreck doch gerne immer kurz vorm Ziel. Oh, das ist ziemlich anstrengend. Nur gerade? Immer. Ich habe das Gefühl, die haben dort einfach alles reingeklatscht, was es reinzuklatschen gilt. In der Lage war, reinzuklatschen. So, hier nicht da schon. Wieso bin ich? Ich drücke nach rechts und er geht nach oben. Warum? Ja, ich finde, das liegt nicht am Controller. Das bist du, die so schlecht ist. Das merke ich ja wohl eher. Also braucht ihr halt nicht zu schreiben. Tod durch Controller. Ja, tot durch Dash, durch Controller. Man muss an der Stelle dashen. Ja, stellt euch schon mal auf 90 optionale Folgen ein. Ich hätte liebend auch gerne keine 90 optionale Folgen, aber... Ne? Passiert halt. Und es wird nichts rausgeschnitten. Wenn ich leiden muss, müsst ihr auch leiden. Wieso ist der jetzt nach oben gegangen? So straight nach oben. Warum? Ich drücke die ganze Zeit rechts. Ich will ein Patch ohne Stacheln. Krieg's aber nicht. Was solche Patches gibt. Das ist ja hier offensichtlich ein Designfehler. Viel zu viel Stuff. Man kann auch etwas overdesignen. Weniger ist manchmal mehr. Haben die Entwickler wahrscheinlich noch nie ein Sprichwort gehört. Obwohl, was ist von Ubisoft? Na gut, Ubisoft sind die Publisher. Ist aus Amerika. Kennen die nicht das Sprichwort? Oder gibt es eine englische Sprichart von diesem Sprichwort? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich rupfen die keine Hühner. Aber die bewerfen Vögel mit Steine, während wir zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Bewerfen die zwei Vögel mit einem Stein, das weiß ich. Dass das deren Variante ist von diesem Sprichwort. Wieder in die Cut-Passage.
Woran bin ich jetzt gestorben? Das habe ich wirklich nicht gesehen. Ich habe mich komplett aus den Augen verloren. Das ist ja noch länger. Ah, geh doch hinab in die Tiefe. Mach mir jetzt eine gesamte Reise bis zum Erdkern, oder wie? Oh, ich weiß nicht, ob das so lange meine Finger durchhalten. Wir haben schon 11. Man sitzt mir heute auch noch die Zeit im Nacken. Wo kommt das Sprichwort eigentlich? Ist damals jemand mit einer Uhr hinter jedem Mann stehen gewesen und hat immer gesagt, du hast noch so und so viel Zeit. Was war das denn jetzt für ein mini-hafter Sprung? Hauptsache ich lebe. Naja, hat mir eh nichts genützt an der Stelle.